Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge mit mir und dem WC. Wir machen mal eine Doppelfolge. Sag mal Hallo. Servus, Leute. Ich Genau, kenne jetzt schon einige. wir laden es auch zusammen hoch. Komm mal rein, ich bin schon drin. So, ich hab. Jawohl. Oh, ich wurde gerade angeschrien. Ach du Scheiße, wir spielen gegen Gandalf. Das haben wir schon wieder fast verloren. Gandalf, Ordensritter, Aufstiegenden Zenturien und Aufstieg. Wow, 3 gegen 3, warte. Nein, ich habe vergessen, meine Buffs anzumachen. Egal. Ich Soll habe auch das nicht. mein vierter Damage-Buff läuft noch. Den Gandalf müssen wir mit Kopfnuss gut durchmachen, weil der hat einen Hammer-Damage. So, der Zenturion ist eine Futter für mich. Mann, ich hatte wieder mal. Mann, Wir müssen Mann. hier auf den Gandalf gehen, Ja, weißt du, komm. wie stark. Der macht keinen Damage. Komm mal, Leute. Yo, ich schaff den Gandalf. Ich schaff den Gandalf, wenn der nicht hier rumspringen würde, wie ein kleiner Bussi-Armanakel. Warte, ich schluck mal. Also, Energie-Dingsbumser. Darf man, ne? In einem Duell. Das ist ja kein Problem, wenn man im Duell Ja. Energie kann. Oh. Oh. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Ja, okay, mach, ist kein Problem. Hab So, ich schon, hab glaube, schon. der. Warte, ich bin jetzt Free Footer für den, das heißt, ich laufe ein bisschen, ne? Damit der mich nicht fickt und so. Ich versuche hier mal mit. Ich treffe nichts, es ist so ein. Oh! Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich habe mich treffen lassen, das Alter, kann sein, dass 940 trotzdem. Crit, der Typ ist richtig geil. Ich hätte den schaffen können. Also, ich hätte den echt schaffen können. Wir schaffen den, wenn wir die Kopfnuss timen, dann hammern. Wir Sollen müssen wir Kopf. den. Sollen wir dann Du jetzt musst. einfach sofort auf den drauf gehen? Scheiß auf die anderen, weil die anderen machen eh keinen Damage. Sofort auf den, oder? Ja, okay. Tu Komm. sofort rauf, Kopfnuss, und Okay. ich hau meine Grünen durch. Ah, verdammt. So, Kopfnuss. Lol. Lol, Der ich hat halt ja sterbe. die Ich Befreiung. sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Mann. Mann. Lol, ich hab dich angegriffen. Ich hab dich gerade gefoxt. Tut mir leid. Oh, aber egal, wenn der mich kriegt. Juckt mich nicht. Ich brauche ein bisschen Ah, Mana. ich habe einen Outburner gehabt. Schade. Der Oh. Gandalf ist zu haben. Lol. Egal, egal. Dann nehme ich halt zwei Runden, dann hoffen wir einfach auf die andere Runde, dass es gut ist. Nein, Ja, Spaß. klar. Ich meine, wir haben noch eine Chance. Warte mal. So, ich Oh, habe jetzt. da ist der Buff an, da ist der Buff an. Ja, aber es sind so ein Billigwaffen. Wir Komm, ich. müsste. Komm, wir machen jetzt wirklich erstmal diese Missgeburt. Ja, natürlich. Dankeschön, Dankeschön. Komm. Gandalf. 800, Gandalf, 800, Gandalf ist 8. fast tot. Gandalf ist fast tot. Aber da. Ich Ja! hau der. Nein, na, der macht so viel Damage, Alter. Das ist schon ein bisschen krass, warum ich so viel an Rüstung und so weiter habe. Aber auf jeden Fall, Leute, wer gerade meine Folge guckt, ne, wir werden die Folge gleichzeitig hochladen. Und wenn ihr aus der Sicht von Waldcola mal reinschauen wollt, dann, ne, schaut vorbei. Den Link werde ich dann in der Videobeschreibung verlinken. Ihr wisst Bescheid. Genau, ich werde es So. auch verlinken. Ich schlage mal vor, wir machen vielleicht einen Cut, bis Ja, wir ein neues okay. Duell machen, also neue Duell finden und dann können wir dann, ne? Ja, okay, würde ich Alles sagen. klar. Bis Dann wieder gleich. bis gleich. Okay, zweite Runde. Jo, Bitte nicht wieder dann gegen los geht's. Gandalf. Oder mit Gandalf. Ich muss jetzt gleich noch Wir antworten, spielen was gegen da. Amaranth. Das ist. Kennst du Saigok? Gandalf und dann Gandalf. Kennst du Amaranth und Gandalf. Saigok? Nee, Das ist kann ich einer zu leider meiner nicht. Gilge. Das Mann. ist halt. Kennst du Saigok, DSO? Nee, kann ich leider nicht. Das ist der Ranger, der hat 1000 Schaden. Okay. 5k live. 1000 Schaden mit Hexenset. Und wir haben Black Lioness. Ach du Scheiße, das wird ein Hammerkampf. Ist der gut? Amaranth-Time ist wesentlich stärker. Kopfnuss drin? Jawohl. Nein, Aura, Dingsbums da. Okay, der macht nicht so viel Damage. Dann kann ich den ein bisschen durchführen. Ich mache den auch kein Damage. Das ist ja unüberschaubar. Ja. Lol, Dankeschön. Dankeschön. Dann springen wir rein, machen unsere Dingsbums und verpissen uns. Woo! Also wir sind jetzt. Wow. Ich habe jetzt jemanden getötet, was? Wie es aussieht, schon, weil ich dann Heilung bekomme. Bin ich jetzt alleine? Was los? Krass, ich war alleine gegen solche zwei Leute. Ja, dann kann man ja sehen, ne, Leute, dass ich mit meinem Pay-to-Win, wie ihr alle so sagt, auch nicht alle kaputt schlagen kann. Ne? Passt Du ja war schon Am in meinem letzten. Du Amaranth war früher mal in Nexplice. Warum jetzt Saigok eigentlich raus ist, weiß ich nicht. Boah, die Gilde Nexplice. Ich bin ja jetzt rausgeflogen, ne, von glorreiche Titanen und Ich so, wisst weiß man? es, die haben dich aber auch nur rausgeschmissen, weil sie Platz gebraucht haben. Jetzt echt? Ja. Mann, Alter. Aber ist ja auch egal, dann such ich einfach mir eine andere. Oh, der hat gerade die beide gewumst, Alter. Also euch beide gewumst. Krass. Nee, also hier haben wir auch keinen Chance, aber wie gesagt, die Runden gehen schnell. Das heißt, wir können auch mehrere Runden in eine Folge bringen. Geh Das bitte heißt. als erstes auf Gandalf, mach deine Kopfnuss und ich Okay. supporte dann nur. Ich bin. Gandalf ist mit Dingsbumser tot. Ich habe keine Chance, Alter. Die stunnen mich einmal. Diese Amaranth-Time macht mich einfach. Amaranthein.
Ja, Mann. Ich weiß, ich kenne Amaranthine. Warum ist der nicht aus Next Piece raus? Ich schreibe mal an. Juwelier. Da steht einfach Juwelier bei dir. Geil. Gandalf. Aber, ja, es geht, ne? Es geht. Da machen wir gleich einfach noch eine Runde. Das war 2 Minuten oder so. Ne? Ja, nicht so. Ich frage mich, warum der echt aus Next Piece raus ist. Das war ein alter Next Piece Amaranthine. Okay. Amaranthine. Ja, ist richtig geil. Der hat mich mit Dampfkohle durchs Dragon-Event gezogen. Ja? Ja. Okay. Boah, dein hey. Dampfkohle, Alter. Ich will dich nachmachen. Ich sag wirklich, ich sag jetzt voll völliger Ernst, ne? Ich will dich nachmachen, aber, was dein Dampfkohle angeht. Aber weil, bitte sag nicht meine Stats, sag gar nichts. Ich habe das Stats-Video okay. nicht rausgebracht. Wie gesagt, 50 also, Abonnenten, dann kommt's erst. Okay. Ich hätte gesagt, wir legen wieder einen kurzen Cut ein und bis gleich. Alles klar, bis gleich. Es geht los. Es geht los. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder gegen Amaranthine. Oh, euer Ernst, Alter. Okay, komm. Komm. Gandalf. Was ist denn los, Alter? Der Gandalf fasst uns, oder was? Wir spielen nur gegen Gandalf. Mal bestimmt Gandalf und Amaranthine sind irgendwie, sind nicht in der Gruppe. Ne? Sind nicht in der Gruppe, weil vorhin haben wir allein gegen Gandalf gespielt. Mann, das ist, macht ja keinen Spaß. Da kann ich jetzt mal diese Kisten ausmachen. Aufmachen, habe ich... Oh, ich habe eine legendäre Fänge bekommen aus Kiste. Legendäre was? Legendäre Fänge, also Trophäe. Wir haben Prince, jetzt wird, das wird ein Hammer-Match. Oh, wir haben Prince. Oh, das Video wird ja nachgekommen, nachdem ich das andere Video hochgeladen habe. Das heißt, Prince zeigt da... Ja, okay, nein, ich war ja früher auch mit Prince in eine Dingsbums da... Oh, in eine Runde und der hat da verkackt gegen Schmatt, leider. Ich hab... Wow! Nee, ich kann da... Kill! Ich hab einen Kill gemacht! Warte, ich muss kurz an dich scrollen, damit ich nicht so sehen kann. Ich hab... Oh, ich bin gestorben. Da mach ich ja wieder am Prince. Ja, wie gesagt, letztes Mal Prince hat mir leider nicht so viel Glück gebracht. Der Prince hat die Heilung, siehst du das? Ja, ja. Der heilt. Es ist krass, wie der sich hochhält. Aber der steht wieder. Prince, was ist denn los mit dir? Du bist schon das zweite Mal bei mir in einem Video und trotzdem kackst du ab, Mann. Was ist los? Kann ich dir auch gleich sagen, Amaranthine hat 6000 Life. Meine Fresse, aber wie lange spielen die? Ja, okay, die spielen bestimmt schon so ein 3 Tage. Nein, nein, der Amaranthine hat nach mir angefangen. Jetzt echt? Ja, ja. Krass, aber wie krass ist der denn eigentlich dann? Also, das Ding hat, der Typ ist krass hart gepaid, aber wenn man das Geld so hat, würde ich es auch machen. Ja, okay, was heißt denn gepaid? Also, der hat jetzt nur Glyphen gekauft, was kann man denn sich noch payen? Heilige Steine. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, die halbe Steine. Weil ich habe ja, wenn man jetzt meine Steine ansieht, ich habe jetzt ein bisschen geschliffen. Ja, okay, ich habe viele okay, ich habe nur geschliffen, alles klar. Wenn du zum Beispiel, wenn du auf Amaranthine gehst, siehst du da Juwelierstern an der Seite. Das heißt, der hat einen royalen Stein. Okay. Wenn du rechnest, 10 geschliffene Steine, nee, 3 geschliffene Steine sind ein Heiliger. 3 Heilige, ein Perfekter. 3 Perfekte, ein Heilig, nee. 3 geschliffene, ein strahlender, 3 strahlende, ein perfekter, 3 perfekte, ein heiliger, 3 heilige, ein royaler. Also, 3x3, 9 geschliffene für einen perfekten. 27 mal 3 sind... Ich habe keinen Plan, ich bin zwar gut in Mathe, aber wenn ich am Zocken bin... Das sind 81 geschliffene Steine, die der Depp sich gekauft hat, nur um eben juweliert zu werden. Das sind 81 geschliffene Steine. 81 geschliffene Amethyste sind über 160.000 Andermant. Krass. Ja, okay. Ja. Ja. Naja, ist ja auch krass, klar. Ne, kann man auch nichts. Kann man auch nichts sagen. Wenn man das Geld hat, ich meine, würde ich jetzt, keine Ahnung, Tausende von Euro pro Monat bekommen, würde ich dann auch richtig reinpayen, aber ich bekomme ja leider nur. Sage ich nicht, aber habe ich auch, glaube ich, schon gesagt, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ich meine nicht dir, ne? Ich meine jetzt den Zuschauer. Komm, Prince, nimm den Buff. Nein, wir sind ja hier. Das niemand macht, ja, niemand einen Buff. In guten Bereichen spielt man ohne Buff. Wenn ich zocke, nehme ich das. Ja, okay, weil meistens bei mir ist, ich spiele dann 1 gegen 3 oder so, weil meine Pimmelberger, die mit mir sind, die kacken ab. Und, ich muss dann bei 1 gegen 3, wenn die 3 auf mich dann auch drauf gehen, dann muss ich einfach den Buff nehmen. So, ich bin der eine, der einfach nur so... Ups, das war gerade wirklich aus Versehen. Ah, der Amaranthine gibt immer auf mich, der macht mir 1,3k. Mann, ja komm Leute, ja komm, ich schlag einfach mit, ja. Ich hab 100 Damage gemacht, lol.
Egal, wie viel habe ich? 1000 Damage, Alter. Das ist schon... Ja, okay, du hast das Dreifache. Okay. Und ich habe einen Kill. Ja, okay, das stimmt. Ich habe leider keine Kills. Amaranthheim macht nichts. Amaranthheim geht immer zuerst auf mich, das ist assi. Ja, weil du vielleicht am meisten Damage machst oder so. Nein, das macht Prince. Ja? Aber ich kann Amaranthheim verlangsamen, das ist das Problem. Ich markiere ihn immer und deswegen ist er langsamer, deswegen kommt Prince näher, deswegen geht er immer zuerst auf mich. Aber der verkackt, glaube ich, ne? Schaffen die 3-0 oder was? Okay, mhm. Na, schaffen die locker easy, glaube ich. Glaube ich nicht. Noch. Oder? Wie gesagt, bei letztem Video habt ihr ja schon bestimmt gesehen, da war auch immer so, aber ich fand ab und zu mal so komisch, Prince hat einfach aufgehört zu schlagen bei meinem letzten Video und der Schmart hat einfach reingehauen oder so, kein Plan, warum das so ist. Wir brauchen jetzt irgendwie 5 gegen 5 oder so am Ende, weißt du, oder? Ja, können wir warten, aber ich wette, dass Amaranthheim gewinnen wird, weil Amaranthheim muss einmal kritten, dann ist er ganz tot. Ja, ja, ich bin ja auch... der Meinung, dass... tut mir leid. Kein Thema. Mann. Weißt du, was ich mir... Ja? Oh! Prince hat gewonnen! Meine Fresse, der kriegt sogar einen Applaus. Gut gemacht. So, jetzt machen wir sie fertig. Warte. Oh, da macht er so einen Beuge-Scheiße da. Egal, ich renne jetzt Allahu Akbar rein und... Oh, da ist jemand AFK! Ich nutze es aus! Nein! Nein! Schade! Komm, komm! Oh mein Gott! Ah, ich muss rennen, dieser scheiß verdammte Typ! Ja, Mann, ich hab ihn schon fast geschafft! Ich hab ihn gekillt! Dankeschön, du hast mir den geklaut! Mein ersten Kill, Mann! Entschuldigung, ich hab Leben gebraucht! Amaranthheim hat mich verfolgt, ich hab ihm schon einen 1000er Crit reingehauen und dann hat er mich ja trotzdem noch erwischt! Okay, ist ja klar. Dann switchen wir wieder mal auf dich. Ah, du bist schon tot, oder was? Achso. Ja, dieser Waldi macht mir 3000er Crits mit dem Prezi, wenn ich markiert bin. Und ich hab halt mal nur 2600 Lebenspunkte. One-Shot. Wie viele Abonnenten hast du eigentlich schon? Ich, 28. Läuft. Also, ich hab ein Projekt, also ich mach vielleicht noch ein Projekt. Das wird vielleicht dann einmal pro Woche das Video kommen, vielleicht irgendwie am... Sonntag oder so, und zwar, ich möchte Leute so ein bisschen promoten. Verstehst du, wie ich das meine so? Nee. Also, es gibt ja Promotion-Channels, ne, zum Beispiel, die promoten Leute. Das heißt, ich werde dann ein Video machen, wir haben verkackt, egal. Ich werde auf jeden Fall dann ein Video machen, damit, und ich werde in dem Video halt deinen Kanal so vorstellen, was du machst, wie viele Abonnenten du hast und so weiter und so fort, weißt du, das, dann werde ich das auf meinem Kanal hochladen. Ich meine jetzt also zum Beispiel, ne. Und Leute können sich dann bei mir so bewerben, ob die wollen, dass ich die promote oder nicht. Ich muss gucken, wie das ankommt, dann werde ich das halt so ein Projekt starten. Ich werde, glaube ich, dann diesen Freitag mein erstes Video hochladen. Ich muss gucken, wie lange ich dann dafür brauche, das aufzunehmen und zu rendern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich werde dich dann als erstes promoten, wenn du nichts dagegen hast. Kein Ding. Dann werde Darf ich auch halt, dabei sein? Nee, ich mache das ohne... ne? Also ich mach das nur so, sonst will dann jeder, weißt du, wie ich das meine? Sonst will dann nicht mal darf ich mitkommentieren oder wie? Oder machst du kommentierst du dann alleine oder darf ich mitkommentieren? Ja, ja, ich kommentiere dann alleine. Ich stelle ja deinen Kanal vor. Wie willst du den da dann wieder kommentieren? Weißt du, es ist ja so eine, wenn ich dich dann vorstelle und sage zum Beispiel, das musst du besser machen, dann wirst du dann in dem Video sagen, ja, mache ich besser, das ist dann auch nicht so. Verstehst du, dann wird das Video so lange und so weiter, weißt du? Verstehst du? Egal, wirst du sehen, wie ich das meine. Ich kann das jetzt nicht so ganz gut erklären, ich bin leider nicht so gut beim Sachen erklären. Auf jeden Fall mache ich jetzt einen Cut. Hast du auch schon einen Cut gemacht? Okay. Rechte Seite und hauen alles nieder, was geht. Alles klar. Die rechte ist recht, ne? Die rechte Seite ist rechts und wir gehen direkt auf den zweiten Turm. Auf den zweiten? Lol, okay. Ja klar, ich denke nie auf den ersten. Und du lässt dich vom ersten und vom zweiten Turm abballern, dass du die Wut bekommst und dann, ja oder ich so. Ich kann Wut so bekommen, weißt du, dann picken wir die locker easy. Komm, dann sofort aufbauen, bevor die das checken. Du baust auf, ich verteidige. Okay. Wow, der macht ja einen Damage. Mann, ich bin gerade am Brennen. Ich hab dem Tausende fünf... Mann, komm, ich hasse es. Muss ich immer alles killen? Komm. Mann, ich werde einfach ange... Boah, das ist so nervig.
Ja, wir haben's, jawohl, GG, ich brauch. Und direkt weiter, rein. Direkt weiter, komm her, du haltst dich in dem Teil da drin auf. Mann, da kommt so ein kleiner Missgeburt. Oh, ich will den ficken, darf ich den, ja, nein, dankeschön. Egal, Entschuldigung, ich hau alles drauf, was ich hab, au. Außer natürlich, der Depp macht Kopfnuss. Wir haben den nächsten Tower, perfekto. Komm, wow. Ich greife mal den hinteren Tower an. Okay. So, ich brauche jetzt ein bisschen Kessel. Was geht denn da ab? Da geht einfach keine Ahnung. So, ich jetzt ein bisschen zu. Machst du den anderen Turm? Warum? Ja, keine Ahnung, weil es Punkte gibt. Treffe ich ihn überhaupt? Ach ja, ich treffe ihn sogar. Ja, du treffst ihn. So, ich brauche jetzt ein bisschen Kessel. Ja, das schaffen wir schon. Ah, bei mir hängt die Rate bei 21 FPS und es wird einfach nicht höher. Mann, Prinz, greif mich an, du kleiner Missgeburt. Ach, die haben Prinz im Gegnerteam. Ja, Mann. Mann. Aber der hat keine Chance, wenn ich gegen in diesem roten Dingsbumser schilde, hatte ich keine Chance. Komm, wir gehen schon auf den anderen, da bauen wir beide gleichzeitig auf. Ich fing den Prinz, der hat echt keinen Schutz. Der macht einfach keinen Damage, lol. Ja, dann gehe ich ein wenig auf den Schutzturm kurzzeitig. Okay. Oh Mann, du kleiner Prinz, du. Wow, das war gerade knapp. Ja, ich komme gleich wieder zu dir. Ich scheiße dann auf Prinz, weil der macht eh gerade so. Nur als Taktik, wenn wir fertig sind mit allem, dann müssen wir sofort rein. Wir müssen den ersten Turm zerstören und sofort rein, weil der Prinz wird uns versuchen, am Spawn abzufarmen. Okay. Und es möglichst weit hinaus zu zögern. Okay. Mann, ich werde einfach von einem. Oh, okay. Ich wurde von Verteidigungsturm Dorf, ne? Ich glaube schon. Ich schmeiß mal kurz den Buff an. Und los geht's! Ich hab noch gar. Gummibandeffekt. I love Gummibandeffekt. Was ist das? Es ist, wenn du läufst, dein Spiel zeigt es dir an und danach wirst du wieder zurückgezogen. Das ist Gummibandeffekt. Okay. Mann, ich mach den kein Damage, wenn er diesen roten Scheiße. Mann, ich hab keinen Bock auf dich, Prinz. Was ist denn los bei dir? Ja, ich hab echt keinen Bock auf Prinz. Mann, ja, verfolg mich. Ja, natürlich. Ja, komm. Verfolg, komm. 1-1, aber na, ich fick dich. Ich fick dich nicht, alles klar. Na, wie sieht's aus punktenmäßig? Ich bin auf zweite Stelle. Das ist sogar gut. Ein rotes Team, das heißt, wir können da sogar gewinnen, was? Ja, du bist über mir, weil ich. Okay, jetzt müssen wir so weit wie möglich reinrennen. Und dann die Dings töten. Diese anderen Turm und aufbauen. Ja. Lebe ich noch? Nee, ich lebe nimmer. Ja, wir müssen direkt reinrennen. Gar nicht kämpfen, rennen rein. Und auch ficken, oder was? Ja, oder einfach geradeaus. Oh, okay. Einen Turm weiter. Oh Mann. Ja, Mann, da stand ich den. Mann, der Prinz ist wieder bei mir. Was ist denn los bei dir? Mann, der. Aber hey, guck mal, die anderen können den anderen Turm aufbauen, wenn sie wissen. Ja, genau, ja, genau. Das ist das Ziel, dass wir jetzt erstmal alle kurz hier wegziehen, dass die hoffentlich schaffen, das aufzubauen. Jawohl, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir auf den Schutzturm gehen, mit allem, was wir haben. Ansonsten haben wir ein Problem. Wie die einfach zu viert auf mich drauf gehen. Was ist denn los mit denen, Alter? Das ist ja so geil. Lol, ich war ja noch am Reden. Ich versuche hier einfach die ganzen Leute hier irgendwie wegzuziehen. Ja, ich renn auch rein, weil ich ziemlich viel ausreiß und so. Ich renne jetzt einfach geradeaus und versuche den anderen Turm kaputt zu schlagen. Ich versuche einfach hier alles abzulenken und Schuss für Schuss, auch wenn ich wenig Schaden mache, auf den Schutzturm zu gehen. Der Prinz geht auf mich, ich gehe auf links, ne? Jawohl, der zweite Tower liegt auf, GG. Wir müssen die jetzt nur aufbauen, das ist ja das Problem. Beziehungsweise, guck mal, ich habe die perfekt, jawohl, die haben es geschafft, den nächsten Tower, den nächsten Linksbums aufzubauen. Boah, die sind so doof, Alter, die Taktik funktioniert sogar. Ja, und ich bin die ganze Zeit am Schutzturm und hab hier bei mir 3-4 Leute. Ja, ich war auch gerade Prinz und so weiter, die, ach komm. Jetzt bin ich tot. Ist echt? Ja, ich bin, bei mir waren 4 Leute zum Schluss, die alle auf mich draufgehauen habt. Haben. Lol, ich halte einfach so viel aus, Alter, ich fick dir einfach, ich will einfach den. Jawohl, komm, Stun! Jawohl, ich hab noch einen Kill. Perfekt, oh Leute. Passt. Ja, das den anderen Spawn werden sie jetzt zwar schön verteidigen, aber das stört uns nicht. Wir gehen jetzt direkt auf den Schutzturm.
Ja, Mann, ich bin der Gott, Alter, beziehungsweise wir sind die Götter. Ja. Der Prinz, fokust mich einfach nur. Wie geil ist das denn? Okay, du bist jetzt über mir. Nein, du hast aber richtig viel Damage reingehauen. Was los? Ja, ich bin nur die ganze Zeit eigentlich am Rennen. Weil die Deppen irgendwie meinen, alle, wenn der Cola tot ist, ist die Welt gut. Jawohl, wir haben... Lol, wie schnell der Sieg war, das ist ja genial. Ich bin ja auch der Dritte, oder? Bin ich der Dritte? Ja, ich bin sogar der Dritte. Das hat sich auf jeden Fall genug. 2490 Ruhmpunkte, das war geil. Ja klar, du hast ja noch diese, ne? Diese Dingswurmser plus 1328. Den habe ich immer. Ja, ich weiß. Den habe ich permanent. Vielleicht schaffe ich ja diese gleiche Taktik mit meinem Cola, wollte ich schon sagen, mit meinem, am Nacken, was laber ich? Mit meinem, Zwerg, so. Ja. So, ich würde mal sagen, sind wir fertig, oder? Ja, ich weiß nicht, also wir haben jetzt 3 gegen 3 und eine ganz schöne Runde, Machen wir noch schnell ein 1 gegen 1 und gehen wir in eine Zone, offene Zone. Ich würde sagen, kannst du schon nach kannst du nach Swerfield weiden? Klar, kannst du das. Ja, klar. Dann können wir da 1 gegen 1 machen. Ich weiß nicht, ob ich gut bin. Aber das wird auf jeden Fall. Komm mit. Das wird auf jeden Fall eine gute. Dann würde ich sagen, mache ich noch schnell ein 1-on-1 gegen WC und dann ist die Folge vorbei. Du rennst aber nicht wie so ein kleiner, weil du weißt, wie ich das mal... Okay, los. Oder? Doch, ich werde wie ein kleines Arschloch rennen. Dankeschön. Ne, warte. Sollen wir jetzt schon? Ja, klar. Aber warte mal, das... Da ist irgendein Vollpfosten, den muss ich erst wegmachen. Okay. Warte, ich schieß mal kurz. Warte, du hast mich schon getroffen, du Wichser. Nein, warte, ich schieß kurz die Gruppe. Ich mag's nicht, wenn diese Lebensanzeige gesehen wird. So, dann würde ich mal sagen, Map wegmachen. Und los geht's. Danke. 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 Darf man die Wuttränke benutzen? Ja, klar. Okay. Ah, die Kopfnuss ist böse. Die Kopfnuss ist sehr böse. Oh, da hat wohl jemand sein Dings verkauft. Verkauft. Mann. 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 Nein, jetzt habe ich meinen Kopfnuss verkacken. Verkacken. Komm her. Oh, lol, das war aber knapp. Komm, gib zu, das war knapp. Neue Runde, neues Glück. Nee, komm, das war jetzt Abkrönung. Du hast gewonnen. Auf jeden Fall war aber war knapp, oder? Ja, verdammt. Okay. Hättest du noch einen Crit gelandet, wäre ich down. Hätte ich nur einen Kopfnuss gelandet, weißt du, dann wäre das Die Kopfnuss hätte dir nicht viel genützt. Warum? Weil ich habe die Befreiung und ich habe meinen Sprung immer für deine Kopfnuss aufgespart. Ich bin ja nicht blöd. Wo bist du gerade, dass wir das Video gemeinsam beenden können? Wo bist du gespawnt? Ich kann in Kingshill wieder gehen. Ist mir eigentlich egal. Komm, lass mal in Kingshill, oder? Ja, ich lade dich nochmal schnell ein, dann komme ich. Sonst sind wir in verschiedenen Kingshills. Okay. Bist du nimmer an? Ja, ich habe noch keine Einladung bekommen. Ach, jetzt. Okay. Ich komme auch nach Kingshill. Können wir in Kingshill Arena, das ist ja PvP-Video, da können wir in Kingshill Arena das Abschluss... wir kommen in verschiedene Arenen, das ist der Scheiß. Warum? 23, 18. Sicher? Ja. Ganz sicher. Alle 10er wird's gegliedert. Hast du noch ein schönes Emote, was du zum Abschluss machen kannst? Ich mache einfach mein Babu-Emote, was ich immer mache. Also erstmal den rausrufen und dann so. Ich würde mal sagen, wir machen kurz das Emote und ne? So, guck mal. Lol, ja komm! Ja komm! Ach komm! Ja, ich mach jetzt kein Emote mehr, danke schön! Warte mal, was haben wir denn noch? Ich will, dieser Emote ist richtig geil. Ja, okay, das geht eigentlich, aber das andere war richtig geil. Ich will, wann kann man das nochmal gewinnen? Das war damals beim letzten Sargon-Event noch bekommbar. Das kriegst du nicht mehr her, außer die tun es mit Gnob nochmal rein. Mann. Wann kommt eigentlich der Gnob? Weißt du das? Der kam mit dem... Es gab einen Weg zu Gnobs Höhle mit dem... wie heißt das Event? Raubzug der Düsterzwerge. Da konnte man es bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der nochmal so kommt. Was haben wir denn noch? Hast du das da? Nee, habe ich nicht. Ich habe es mir nicht gekauft. Kann ich ja machen, wenn ich nichts mache. Ich habe das da, komm! Überbiete das mal! Die Bombe habe ich im Inventar auch liegen. Die ist einfach. Meinst du die hier?
Ja, genau. Ich würde mal dann sagen, sonst ziehen wir die Folge in die Länge, das ist dann nicht schön beim Uploaden. Genau, also dann, so, ich verbeug mich nochmal. Ja, dann mache ich noch das hier, was ich immer mache, so wenn ich gewinne und dann die Zitulis kicke. Egal, Leute, ich würde mal sagen, das war eine sehr schöne Folge mit Wildcaller, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, dann könnt ihr mal vielleicht besuchen. Und ich würde mal sagen, wir machen auch öfters mal solche gemeinsamen Videos, vielleicht auch ein paar PVM-Videos, ne? Genau. Mit meinem Dampfmechanikus, ne? Genau, und müssen wir nachher. Also dann würde ich sagen, ich verlinke das Video auch und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. So Leute, haut rein. Bis dann und ciao.